Willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Wir steigen genau da wieder ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und für mich heißt das, ich habe eine Weile wieder Aufnahmepause gehabt, muss mich erst wieder orientieren, was wir überhaupt machen wollten. Wir sind auf der Sea Monkey und wir waren letztes Mal auf Terror Island. Und wir können noch nicht nach Bermuda, weil wir keine Limetten haben. Wir könnten jetzt hier Barebones Island uns anschauen oder Scurvy Island oder zurück nach Melee Island. Irgendwas hatte ich dort, glaube ich, auch noch, was ich da noch machen wollte. Ich habe aber keine Erinnerung mehr genau, was ich da machen wollte. Genau, ein LeChucks Schiff haben wir noch und ein treibendes Schiff. Ich würde mal mit Barebones anfangen. Dann nochmal kurz auf Melee vorbeischauen. Und dann würden wir uns nach Scurvy vorarbeiten. Also, Barebones Island, los geht's. Bleib zurück! Ich kann dich sehen! Wie hast du mich gefunden? Ich bin nur hergesegelt und da warst du. Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Bist du allein? Zählen unausstehliche sprechende Schädel? Nein. Dann ja, ich bin allein. Das habe ich gehört. Ich bin Ned Filigree, Buchhalter. Ich will nicht unhöflich sein. Es ist nur so, dass ich mich gerade verstecke. Ach so. Du bist wohl ziemlich gut in Mathe. Ich bin ein kreativer Buchhalter. Mathematik spielt da keine Rolle. Ah, kreativer. Ich beurteile mich nicht danach, okay, verstehe. Wo ich wohne. Ich habe nur ein paar Rückschläge erlitten. Das ist alles, was ich mir im Moment leisten kann. Aber es ist nur vorübergehend. Okay. Vor wem hast du Angst? Naja, hast du von Stan S. Stanman gehört? Der Name kommt mir bekannt vor. Gott sei Dank haben sie ihn auf Bermuda weggesperrt. Er wird noch lange, lange Zeit im Steinbruch Eis hacken. Ich kann nicht anders, als nervös zu sein. Aber ich schätze, dass ich noch Jahrzehnte vor mir habe, bevor ich mir wirklich Sorgen machen muss. Also ich sehe hier schon eine Quizkarte im Sand stecken. Also der hat hier wohl die Bücher frisiert für Stan. Kommt es, dass du Angst vor Stan hast? Ich habe ihn immer als ziemlich harmlos empfunden, außer in wirtschaftlicher Hinsicht. Sicher, aber man kann nie wissen, was jemand wie Stan tun wird. Er hat kein Moralempfinden. Wie ich schon sagte, bin ich froh, dass er für eine lange Zeit sicher im Steinbruch von Bermuda festsitzt. Na gut, dann weiß nicht, ob der jetzt noch nützlich sein kann, aber die Quizkarte nehme ich auf jeden Fall mit. Und vom Geheimnis von Monkey Island, na gut, ich erzähle sie mal. Ich bin ja, also manchmal denke ich ja so, man muss ja jetzt nicht alle Dialogoptionen machen, aber öfter in solchen Spielen versteckt sich dahinter dann doch was Relevantes, also am Ende muss man sie vielleicht dann doch alle durchmachen. Es ist kein Rollenspiel, sondern ein Rätselspiel. Das ist ein guter Schritt. Ich habe gehört, dass das Geheimnis ein einzigartiger, immaterieller Wert ist. Was bedeutet, dass du ihm jeden beliebigen Wert zuweisen kannst. Und da es sehr alt ist, kannst du eine Menge Abschreibungen geltend machen. Moment, willst du mir etwa sagen, dass ich für das Geheimnis Steuern zahlen muss? Nicht, wenn man es schlau anstellt. Genau. Ich werde die Insel ein bisschen erkunden. Sag Bescheid, wenn du etwas Interessantes findest. Hab schon die Quizkarte hier. Ganz ruhig, Ned. Er kommt nicht. Das ist eine sehr schöne Truhe, die du da hast. Was ist da drin? Alles, was ich besitze. Die Früchte des Lebens eines Mannes. Die Messlatte, an der ich gemessen werde, wenn ich nicht mehr bin. Es ist vor allem Papierkram. Kann ich sie auch öffnen? Oh, ein Bild. Er sieht. Schönes Bild von dir. Wo ist die andere Hälfte? Kein Kommentar. Kann ich das Bild haben? Nein! Das wäre seltsam. Ja, da muss ich ihm tatsächlich recht geben. Das wäre schon seltsam. Weiß auch nicht, warum ich das mitnehmen sollte. Ist das ein Segel? Oh nein. Oh, warte. Es ist eine Möwe. Stans Zahnbürste. Nein, die will er nicht haben. Ein Bild von Stan. Ich gebe es zu, ich kenne Stan. Na und? Du kannst nichts beweisen. Ich habe das Gefühl, ich möchte an seine Truhe ran, auf lange Sicht. Viele, viele Jahre. XYZZY. Ah, ich schätze, das funktioniert nicht überall. Ah ja, stimmt, das war der Teleport-Spruch. Ich denke, dafür müssen wir ihn irgendwie davon überzeugen, dass er mit uns zusammenarbeitet. Aber machen wir erstmal die Quizcard. Welches der folgenden Bücher befindet sich nicht in Carlas Bücherregal? Piraterie für Laien, Schiff-zu-Schiff-Kampfstrategien, die Autobiografie von John Laney oder Voodoo-Tricks, die sie zu Hause machen können.
Das müsste ich tatsächlich nachschauen. Ich hätte jetzt gedacht, das hier haben wir gesehen. Ich dachte, das haben wir auch gesehen. Bei den zwei bin ich mir nicht ganz sicher. Piraterie für Laien, kann ich mich nicht dran erinnern. Voodoo-Trix kann sein, da kommt mir jetzt aber auch nicht bekannt vor. Das würde ich tatsächlich nachschauen auf Melee Island, bevor ich es beantworte, damit wir die Karte nicht einfach verschwenden. Ansonsten scheint hier ja auch nichts mehr zu sein, also können wir auch direkt zurücksegeln. Dann segeln wir da jetzt gleich hin. Gucken einmal bei Carla vorbei. Warte, bis du dran bist. Nö, keine Lust. So, endlose Geschichte, die nie enden wollte. Buch der Schatzkarten, Zutaten, Schiff-zu-Schiff-Kampfstrategie, genau, das habe ich gesehen. Autobiografie von John Laney. Ah, Voodoo-Trix, die sie zu Hause machen können. Hier oben, das hatte ich nämlich nicht mehr im Kopf. Das habe ich auch vielleicht noch nie markiert, weil so ein bisschen anderer Gelbton ist. Wie dem auch sei. Wir können damit die Quizkarte lösen. Piraterie für Laien. Sowas braucht Carla natürlich nicht. Wunderbar. Okay. Wollen wir noch was mit Carla besprechen? Ich wüsste nicht was, aber ich spreche sie nochmal kurz an. Ich habe nicht wirklich etwas zu sagen. Ich mache das einfach gern. Üben ist schön, aber ich habe im Moment viel zu tun. Gouverneurinnenzeug. Okay, gut. Eine Quizkarte. Hallo. Der Vulkan auf Monkey Island ist gefüllt mit ausrangierten Unterlagen zum Spieldesign. Wasser, Magma, Lava. Der Vulkan. Also, wenn ich den Vulkan aus dem ersten Teil bedenke, ist der voll mit Wasser. Weil das war so ein See von alten, erloschenen Vulkanen, an dessen Ufer Hermann Toothrot sein Lager hatte. Ist das jetzt in diesem Spiel anders? Wüsste ich nicht, also sage ich Wasser. Ja, korrekt. Okay. Genau, was ich noch machen wollte war... War hier vorbeigehen, bei Schloss Angeln. Denn ich meine, die hatte doch auch das Buch hier. Und hatten wir letztes Mal... Wir hatten probiert, das auszutauschen, glaube ich. Das hat nicht funktioniert. Und die hat auch... Ja, mit ihr habe ich geredet, ne? Über den Seeteufelköder, das habe ich schon gemacht. Hallo, sie kann nochmal ansprechen. Genau. Wäre ihre Mutter vielleicht als alte Mrs. Smith bekannt gewesen? Whitey Bones sagte etwas von einer alten Mrs. Smith. Nun, ich habe sie nicht so genannt, aber ich nehme an, einige Leute haben es getan. Vor allem, als sie älter war. Das war's, genau. Ich hatte Ende der letzten Folge eigentlich noch gedacht, da will ich hier was nachschauen. Das war das mit der Mrs. Smith, ja, das genau. Das heißt nämlich, das gehörte ihrer Mutter und möglicherweise ist da einer der Schlüssel drin sogar. Deswegen wollten wir vielleicht das Buch austauschen. Hat Ihre Mutter einen der goldenen Schlüssel gefunden, die sie gesucht hat? Einen. Sie hat ihn mir testamentarisch vermacht. Und wo ist er? Ich zahle Ihnen so viel Geld, wie Sie wollen, für den Schlüssel Ihrer Mutter. Als meine Mutter starb, wurden ihre persönlichen Besitztümer beim Gericht hinterlegt. Als sie aus dem Nachlass herauskam, war ich immer noch zu erschüttert, um sie einzufordern. Wie Sie aus diesem Schreiben des Gerichts ersehen können, wurden sie und der Schlüssel vernichtet. Nun, heute rot, morgen tot. Schlüssel vernichtet. Das heißt, wir brauchen vielleicht die Serie nochmal, damit sie eine neue Kopie davon machen kann. Ich finde nur irgendwo ein Bild oder sowas davon. Oder eben die Serie nochmal. Was ist mit dem goldenen Schlüssel Ihrer Mutter passiert? Wie Sie aus dem Schreiben, das ich Ihnen gegeben habe, ersehen können, hat das Gericht den Schlüssel vernichtet. Okay. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Versuchen Sie nicht zu berühren. Das ist ja schon mal nützlich. Okay, dann hat es vielleicht doch nichts mit dem Buch zu tun, aber ich bin immer noch... Am Ende der Planke. Es gehörte meiner Mutter. Bitte nicht anfassen. Bin immer noch irritiert, warum das so betont wird, dass es der Mutter gehört. Am Ende der Planke. Was passiert, wenn ich das untersuche? Im Klappentext heißt es, eine solide, wenn auch etwas vorhersehbare Geschichte... Das haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Okay, ist hier sonst noch irgendwas? Quizkarte? Die clever verschachtelten Kisten. Okay, ich bin mir sicher, ich habe auch noch Leute mit so einem
Xeeteufelköder übersehen, weil ich da immer nicht so drauf achte. Bin schlecht, solche Details zu bemerken, ehrlich gesagt. Okay. So, schauen wir uns das Schreiben mal an. Nachlassverfügung 1673832. Gemäß Statut E, Abschnitt C, Unterabschnitt IS wurden auf Anordnung des Gerichts die folgenden nicht abgeholten persönlichen Gegenstände vernichtet. Goldener Schlüssel, schicke Schachtel. Sieht offiziell aus. Es ist ein Wachssiegel mit einem Papagei drauf. Okay, wo könnten wir das hinbringen? Gericht. Weiß ich nicht. Ich kann mal Carla fragen, vielleicht hat die eine Ahnung. Wir haben noch die Lampe, die nicht brennt. Und Brennholz. Müssen wir irgendwo ein Feuer. Ich muss mal überlegen, wo man Feuer kriegt für die Lampe. Geht wahrscheinlich auch irgendwo. Bild von Stan, Zahnbürste. Sie ist alt und die Borsten sind ausgefranst, aber sie erinnert an eine Zahnbürste. Okay. Kann ich das mit irgendwas kombinieren? Nein, dann gehen wir, glaube ich, wieder. Okay. Ah, es. Gefängnis dürfte immer noch Otis sitzen. Hey, Guybrush! Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mit dem. Okay, ist der ein Seeteufel? Moment, hat der irgendwo seinen. Nee, sieht nicht so aus. Ich möchte, dass du dem Museumskurator von unserem Gefängnisausbruch vor all den Jahren erzählst. Dem mit den Krügen voll Grog. Er scheint die Geschichte nicht ganz verstanden zu haben. Natürlich! Die Wahrheit ist wichtig. Wenn ich wieder frei bin, werde ich ihm einen Besuch abstatten. Nun, ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit passieren wird. Ich komme dich bald wieder besuchen. Sag deinen Leuten, sie sollen meine Leute anrufen. Pisskarte. Kaputte Lampe. Oh, hier war sonst aber auch nichts Spannendes. Ist das eine? Wie geht's? Eine Spinne. Moment, hat die. Kann ich mit der irgendwas machen? Eine Spinne? Messer werfen? Nein. Oh ja, möchtest du das hier auch? Oh ja. Moment. Kann ich ihm das geben? Otis? Das Schloss? War das nicht gerade? Achso, nee, es war. War nicht kombinierbar. Das Symbol, dass es nicht geht, war nur außerhalb des Bildschirms. Okay. Es ist eine der originalen Piratenflaggen von Bella Fischer. Moment, was steht da so klein drauf? Nachbildung nicht maßstabsgetreu. Ach, verrückt. Oh, okay. Jetzt erstmal Quizbuch und dann To-Do-Liste. Wie viele Krähen befinden sich im Krähennest von Le Chip? Krähen? Da waren Krähen? Oh mein Gott. Zählt Flambé? Komme ich da nochmal vorbei? Kann ich mir das nochmal anschauen? Was ist ein echter Schädelname? Oh, das haben wir schon mal probiert. Mori war es nicht. Dorothy, Raymond, Tilda. Ich probiere es mit Dorothy, weil das ist zumindest gut aussprechbar im Vergleich zu Raymond und Tilda. Ja, sehr gut. Weiß jetzt aber nicht, wo das herkommt. Vielleicht kommt es in diesem Spiel noch irgendwann vor. Vermutlich kommt es in diesem Spiel noch irgendwann vor. Kann es aber noch nicht einordnen. Eine Spinne. Es ist der tolle Hecht. Oh, was ist hier passiert? Irgendwie glaube ich nicht, dass es bei ihm gut läuft. Ah, da ist LeChuck und Captain Morgan vorbeigekommen. Ah, und da müssten die auch noch drin sein, ha? Huh? Die sind gegangen, weil sie sich nicht getraut haben, jemanden zurückzulassen. Aus Angst, der könnte die anderen verraten. Okay, schauen wir mal, was Wally zugestoßen ist. Wally? Was ist hier passiert? Wallys Laden wurde verwüstet. Das ist dramatisch. Wer könnte das getan haben? Ich schätze LeChuck. Offensichtlich. Wally, kannst du mich hören? Geht's dir gut? Ich glaube nicht, dass er hier ist. Er ist nicht hier und es geht ihm wahrscheinlich nicht gut. Hat er irgendwas hinterlassen, außer dem Trümmerhaufen? Karten, Trümmerhaufen. Das ist alles, was von Wallys Karten in Standardgröße, dem Globus, den Karten in ungeraden Größen und den Kisten mit anderen Karten übrig ist. Windrose? Sie haben die Kompassrose aus massivem Gold zurückgelassen. Das war keine normale Plünderung. Moment mal, massives Gold? Kann ich die nicht mitnehmen?
Diese Karten waren Wallys Lebenswerk. Zumindest vermute ich das. Okay, sieht aber nicht so aus, als könnte ich hier irgendwas noch machen. Irgendeine Spur finden. Wenn wohl Wally auf LeChucks Schiff finden, nehme ich an. Hallo? Oh. Ah, na toll, jetzt haben sie das Ding auch noch verzaubert. Offen zu lassen. Außerdem rieche ich Schwefel und Bartöl. LeChuck ist hier gewesen. Und das magische Leuchten auf dem Tresor ist neu. Ich wette, das ist sein Werk. Es sei denn, es war Captain Lila. Ich weiß nicht, was dieses Leuchten bedeutet, aber ich wette, es bedeutet LeChuck. Oder Madison. Auf jeden Fall sollte ich die Schlüssel bald finden. Ich bräuchte eine Menge Schlüssel, um den zu öffnen. Okay, die Voodoo-Priesterin ist weg. Und... Oh, Moment, da lag irgendwas. Eine Quizkarte. Ha! Der Name der Voodoo-Lady. Ja, da habe ich mich leider gespoilert, als ich einen anderen Monkey Island Stream angeschaut habe. Wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, ist der Name Corina. Ich habe aber keine Ahnung, in welchem Spiel das vorkommt. Ganz ehrlich, noch nie gehört. Wäre ich also sowieso nur durch Raten drauf gekommen. Gut, hier gibt's noch... Ich bin noch nicht fertig mit meinem Drink. Da kann ich immer nur einen nehmen. Das war erfrischend. Ist es ausgetrunken? Ah ja, ist ein leerer Korkrug. Okay, Moment. Gehen wir doch kurz nochmal weg und kommen wieder. Quizkarte. Entschuldigung, ich habe was angeklickt. Wo ist mein... Ist das jetzt ein Softlock? Okay, es ist kein Softlock. Aber er war erstaunlich lange da gestanden, nachdem er rumgerülpst hat. Ich nehme nochmal einen frischen Guck mit. Ich bin noch nicht fertig mit meinem... Keine Ahnung, wofür wir ihn brauchen, aber wahrscheinlich brauchen wir ihn voll. So, Quizkarte. Der Scurvy-Duck-Verkäufer, ja, das habe ich letztes Mal falsch gemacht, ne? Das war... Ich habe gesagt, kann nicht riechen, aber der hatte auch eine Brille auf. Das heißt, eigentlich müsste er dann kurzsichtig sein. Ja. Okay, und hier war noch die Krähen in the Ship. Da würde ich jetzt einfach mal gucken, ob ich mir das anschauen kann, indem wir dabei vorbeifahren. Das liegt ja hier so schön vor Anker. Ah, der wird uns wahrscheinlich rausschmeißen, aber wer weiß. Mal bemerkt hat er es offensichtlich noch nicht. Hallo? Ist da oben jemand, der auf dem Deck patrouilliert und bereit ist, mich ins Meer zu werfen? Die Luft scheint rein zu sein. Hoffe ich. Es sei denn, es ist eine Falle. Du bist eine Schande für den Berufsstand der Piraten. Ich konzentriere mich im Moment mehr auf den Beruf des Überlebenskünstlers. Danke. Keiner da. Okay. Soweit, so gut. Ich komme direkt an Deck. Das ist auch interessant. Bob ist nicht da und wacht. Doch, Bob ist da. Ich versuche mal gerade aufs Krähennest zu kommen, bevor ich hier mit Bob rede. Das Krähennest ist dort oben. Und hier sind keine Krähen. Nein? Oder bin ich blöd? Auf dem Mast oben, auf dem Segel oben sitzt nichts. Das hier sind auch nur Federn und keine Krähen. Und wenn er jetzt nicht als Krähe zählt... Ich dachte schon, ich hätte Krähen übersehen, aber ich glaube, es gibt einfach gar keine Krähen, oder? Ja, gut. Hatte immer noch das Gefühl, dass ich irgendwas übersehe, selbst wenn ich hier bin. Okay, hier unten schon ein paar Haie rum. Mal gucken, was wir hier... Diese Dinger werden von Jahr zu Jahr raffinierter. Ich kann nicht mal durchschauen. Flambé schläft immer noch. Ich möchte ihn nicht aufwecken. Und man hat mir gesagt, das hier sei ein schreiender Geist. Ja, das jetzt, wo man sagt, stimmt das. Das ist die Zunge hier. Das ist dann so der Mund, das sind die Augen. Und das ist dann so das Geistertuch, wenn ich das mal so sagen darf. Schlängelt sich so dann nach hinten weg. Jetzt sehe ich es auch. Aber für mich war das die ganze Zeit nur so ein Tribal-Symbol irgendwie. So ein nichtssagendes Ding. Unförmig und... Was passiert, wenn ich jetzt klingel? Ah, warte mal, hier ist Feuer.
Können wir da die Laterne anzünden? Aha. Okay, sie leuchtet. Hoffentlich bleibt die an, weil dann kann ich damit nach Terror Island. Dann rede ich jetzt mit Apple Bob. Also, offensichtlich bin ich Guybrush Threepwood. Freut mich, dich kennenzulernen. Nochmal. Ich nehme an, das ist diesmal deine echte Haut? Ja, tut mir leid, dass ich dich mit den anderen zwei ausgetrickst habe. Zwei? Mit der einen. Mathe ist nicht mein bestes Fach. Wie auch immer, mach dir keine Gedanken darüber. Du bist LeChucks Rivale, nicht meiner. Ich habe bessere Dinge, um die ich mich kümmern kann. Außerdem hat mir das Buch gefallen, das du mir mitgebracht hast. Sehr gut. Warum hat Flambé noch gleich einen Job? Er macht doch gar nichts. Er ist nützlich, wenn wir nachts Dinge unter der Wasseroberfläche reparieren müssen. Wo sind alle? Flambé ist oben im Krähennest. Die Chancen stehen gut, dass er schläft. Iron Rose sagte, dass sie eine Besorgung machen wollte. Der Rest ist mit LeChuck auf das andere Schiff gegangen. Könnte das das Schiff von Captain Madison sein? Ich glaube, ja. Interessant. Sag LeChuck nicht, dass ich hier war, okay? Keine Sorge. Ich würde nicht riskieren, ihn so wütend zu machen. Er wird manchmal ein bisschen unheimlich. Ja, das ist das Problem. Wenn man seinen Untergebenen Angst einjagt, dann melden sie vielleicht nicht mehr alles akkurat. Nicht den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. Dann wollen wir mal noch unter Deck schauen. Ob es hier was zu finden gibt. Die Ratte ist immer noch da. Die Zettel sind immer noch da. Habe ich irgendwas Neues dabei, was hier nützlich wäre? Nachlassverfügung, Brennholz, nichts, was mir jetzt so spontan als nützlich in den Sinn käme. Keine Schutzzauber hier in der Kabine hinterlassen, das überrascht mich ja auch. Okay, aber sieht es auch nicht so aus, als wäre hier was Neues. Der Schleier immer noch, den ich nicht nehmen kann. Keine Dokumente, kein nichts. Na gut, braucht keinen Schutzzauber, wenn er nichts Nützliches hinterlassen hat. Dann schleichen wir uns mal noch in die Küche. Ich kann mal hier noch irgendwas mitnehmen. Was könnte es sein? Ein Panther? Eine Python? Ein untotes, krabbelndes Monster? Aha, der Pfeffer ist voll. Es ist Chefköchin Putras Dämonenpfeffer, hergestellt aus den schärfsten Pfefferschoten, die man bekommen kann. Stimmt. Und dann schnappen wir uns den jetzt doch einfach mal. Geht. Ansonsten scheint hier nicht viel zu sein. Leere Kiste. Eine leere Dämonenpfefferkiste. Sieht aus, als hätte Putra ihre Vorräte wieder aufgefüllt. Es ist beruhigend auf eine seltsame Art und Weise. Alte Stiefel und Deodorant. Es ist wie in einem Studentenwohnheim. Okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, genau, wir kriegen den wahrscheinlich nicht auf den Schrank da oben. Also verschwinden wir hier. Ich glaube, der Pfeffer war so das Einzige, was wir hier finden. Können wir noch einmal in den Laderaum schauen, der Vollständigkeit halber. Hier hat sich nicht viel getan. Und sieht auch nicht so aus, als würde sich hier noch irgendwas tun. Das ist etwas schade, dass man mit dem Geisterhuhn eigentlich nichts machen konnte. Das hätte ich mir noch gewünscht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas übersehen habe, aber wir verschwinden mal. Ich würde jetzt auch nicht die Glocke läuten, das ist ja albern. Und ich kann auch nicht mehr an dieser Kante des Schiffs entlang kraxeln. Das heißt, ich komme nicht mehr runter zu Gullet, der wahrscheinlich immer noch unten am Schiff hängt. Okay, will ich dahin wirklich segeln? Ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal mit der aktiven Laterne nach Terror Island. Da gehen wir direkt zum verschlungenen Pfad. Gucken, dass unsere Laterne noch an ist. Ja. Den Dämonenpfeffer probieren, das machen wir ein anderes Mal. Und gehen hier in die dunkle Höhle. Und jetzt haben wir eine Laterne. Wie praktisch. Jetzt kann man hier total was sehen. Skorpion. Funktioniert die Hotspot-Anzeige auch im Dunkeln? Ja. Etwas. Ah, schön. Das etwas war ein Schild. Da steht: Warnung, Sie betreten gleich ein Labyrinth aus verwinkelten Passagen, die sich alle sehr ähnlich sind. Und Schreie in der Dunkelheit. Aber das hält doch einen alten Piraten wie Guybrush nicht auf. Der weiß, aus einem Labyrinth kommt man immer wieder raus, wie im Wald. Okay. Etwas? Ah, Moment. Vielleicht hier lang? Ah, ja. Oh, okay. Vielleicht, die sind auch so Hieroglyphen. Das
wäre jetzt möglich, dass uns Mealy Island hier irgendwie, aus welchem Grund auch immer, mit seinen Hieroglyphen den Weg leitet. Sieht aus, als hätte jemand vergessen, seinen Müll aufzusammeln. Jeder Sonnenaufgang und Mondaufgang im Meer erinnert mich an dich. Diese beiden Kugeln, die am Winterhimmel tanzen, sinniert er. Den Stift in der Hand, was? Was ist das für ein Symbol? Müssen wir diese Zeichen entschlüsseln? Stift in der Hand. Was kann das denn für ein Stift sein? Ah, ganz schlau wäre ich noch nicht raus. Ich gucke erstmal, ob ich weitere Hinweise der Art finde. Denn der allein wird mir sicherlich noch nicht ausreichen, selbst wenn ich jetzt drauf hinterkomme, für was das Symbol steht. Den Pfeffer. Das ist der Dämonenpfeffer von Chefköchin Putra, der aus den schärfsten Paprikaschoten hergestellt wird, die es gibt. Ihn zu probieren, ist keine gute Idee. Okay, ich gucke mal kurz auf unsere To-Do-Liste. Das habe ich nämlich vorhin vergessen. Da... Die echte Flagge aus dem Museum erhalten. Aha. Das war nur eine Nachbildung, eine Kopie. Ja, war auch zu einfach. War tatsächlich zu einfach. Okay. Ah, dann dort lang, etwas, da lang. Ich hätte gerne mehr von diesen Karten, Notizen, Zetteln gefunden. Ja, da ist noch einer. Aha, jetzt habe ich hier mehrere. Die Suche nach der großen Reise neigte sich dem Ende zu und Reginalds Nase schmeckte den Frühling, der mit der Meeresbrise kam. Oh, wenn es nur wieder Land gäbe. Also meine Intuition wäre halt, dass das eigentlich Zahlen sein müssten nachher, dass man so durchnummeriert durch die Räume geht. Aber das macht noch nicht so viel Sinn. Den ersten Frühling, den zweiten Stift, nicht so wirklich, ne? Oder heißt es einfach, dass dieses Symbol Frühling heißt und dieses Symbol heißt Stift? Was bringt uns das dann aber? Plus bei solcher Art von Rätseln, die so in Sätzen eingebaut sind, bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob die Übersetzung aus dem Englischen dieses Rätsel auch wirklich korrekt übersetzt hat. Gibt da tatsächlich auch Spiele, die dann das Rätsel vermasseln durch die Übersetzung, weil es einfach keinen Sinn mehr ergibt. Spring und Pen. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe mal, dass sie jetzt es gut übersetzt haben. Und deswegen suche ich jetzt nach weiteren Zetteln. Ah, gehen wir doch mal da hinten lang. Das Gefühl, hier waren wir schon. Ich sollte mir auch die Symbole merken. Also Eurozeichen. Eurozeichen waren wir schon. Ah, noch ein Zettel. Scheint auch gleich zu sein. Also das Symbol hier ist dann auf der Seite hier auch. Dieses Regenschirm oder Auge. Ich nenne das Regenschirm. Ist ein bisschen Schirmform. Und der steckt nicht ganz so lang hochgeht. Das ist Euro-Symbol. Das heißt, da kommen wir bei Euro raus. Nee, da kommen wir nicht bei Euro raus. Ha. Okay. Ihre letzte gemeinsame Sommernacht war heiß, grell, schwül und fettig. Die Nacht war lang, aber nicht lang genug, denn der Morgen kam früh, als er die Segel setzen musste. Okay. Gehen wir mal hier lang. Sind das überhaupt die Symbole, die wir hier an der Wand sehen? Hier haben wir irgendein... Das ist so ein chinesisches Zeichen für 5. Jetzt sind wir wieder bei Regenschirm, Drachen. Noch ein Zettel. Hier waren wir doch, oder? Eurozeichen, Schirm und die Spinne. Spinne. Noch ein Zettel. Ich glaube noch ein bisschen, gucken, ob ich noch einen finde. Aber 5 wirkt nach einer guten Zahl für die Art, wie sie sortiert werden in dem Ansichtmenü. Ja, es wird mal wieder ein Labyrinth, wo ich wahrscheinlich viel zu kompliziert denke. Habe jetzt das Gefühl, dass hier auch langsam keine Zettel mehr kommen. Ich gehe mal immer rechts. Geradeaus. Ich glaube, ich habe alle Zettel. So, dann gucke ich mir die noch einmal an. Aber vermutlich wird das wieder sowas, was ich in dieser Folge nicht mehr hinkriege. Okay, hier haben wir das Euro-Symbol. Hier haben wir den Schirm. Das hier ist so ein seitliches Auge. Keine Ahnung, das ist die Illuminatenpyramide und das ist eine Rose.
Heiß, grell, schwül und... Keine Ahnung, kann ich, finde ich irgendwo das Original dazu? Reginald. In diesen klaren Herbstnächten auf See schwankte das Schiff, nass und schaukelnd, und doch klopfte in den Kojen unter Deck niemand an. Der Frühling kam in voller Wucht. Die Blumen gähnten, die Bienen schwärmten aus. Da sie wussten, dass er in der nächsten Saison zu seiner großen Reise aufbrechen musste, versuchten sie vergeblich, es zwanglos zu halten. Okay, ich denke da nochmal kurz drüber nach. Kann man die in irgendeine Reihenfolge bringen? Also hier haben wir Frühling, hier haben wir Sommer, hier haben wir Herbst. Hier haben wir auch Frühling. Das ist eigentlich fast Winter, ne? Aber es schmeckt den Frühling. Das heißt, es ist wahrscheinlich Winter. Und einer der letzten. Und das hier... Ah, das ist Winter. Das ist ja Winterhimmel. Okay, also sagen wir Frühling, Sommer, Herbst, Winter... Und Ende der Reise. Das heißt, wir hätten Illuminaten, Rose, Euro, Auge, Schirm. Illuminaten, Rose, Euro, Auge, Schirm. Kann ich das jetzt einfach von hier aus, wo ich bin? Ich weiß nicht, hier ist kein Illuminatensymbol. Komme ich hier überhaupt noch raus? Das wäre ja auch schon mal wichtig. Wo ist das Illuminaten-Symbol? Da, Illuminaten. Okay, also Illuminaten. Und schon geht's nicht weiter. Was habe ich gesagt? Illuminaten, Rose. Aber Rose haben wir hier nicht. Illuminaten. Ist das hier eine Rot, die Rose? Nicht so wirklich, oder? Ist nicht ganz das Gleiche. Ist nicht das Gleiche. Trotzdem im nächsten dran. Rose, dann Euro. Moment. Auge eigentlich, Winter. Und dann ist der Schirm. Tja. Euro? Euro. Auge. Ha! Okay. Lass mich raten. Das Schild bringt mich zum Eingang zurück. XYZZY. Ja. Okay, so viel haben wir schon mal begriffen. Dann würde ich ihm noch eine Chance geben. Und gerade noch einmal von vorne starten. Wirklich vom ersten Raum. Und... Wenn das nicht ist, dann muss ich nochmal drüber sinnieren. Aber hier hätten wir auf jeden Fall schon mal Illuminaten. Also das ist schon mal gut. Illuminaten. Und dann Rose für die Sommernächte, richtig? Rose für Sommernächte, ja. Rose, Euro, Auge, Schirm. Rose. Euro. Auge. Und Schirm. Ha! Tja, diesmal war ich nicht so blöd wie beim letzten Labyrinth im Wald. Diesmal habe ich's hingekriegt. Und was ist das hier? Die Grube der Qualen liegt vor dir. Das klingt vielversprechend. Okay. Und wo ist meine Quizkarte als Belohnung? Etwas. Es sieht echt tief aus. Soll ich da wirklich reinspringen? Das ist doch ein wunderbarer Cliffhanger, oder? Was sagt meine Aufnahmeuhr? Ja, das ist ein wunderbarer Cliffhanger. Wir springen beim nächsten Mal. Bis dann.